Hallo und herzlich willkommen zum Xing Prospecting, dem Gratis-Marketing für deinen Erfolg. Mit Xing Prospecting erkläre ich dir ganz genau, wie du neue Kunden, neue Partner, neue Interessenten für dein Geschäft, für dein Business bekommen kannst, wie du die gewinnen kannst und ohne, dass du Kaltakquise machen musst, also nicht die typische Kaltakquise, du rufst jemanden an und hallo, ich habe hier was Tolles, das will keiner mehr hören heutzutage, dann kriegst du niemanden mehr hinterm Ofen vorgeholt, sondern wir machen es auf eine niveauvolle Art und Weise, so dass, dass du dich für die Leute interessierst, dass die Leute sich für dich interessieren, für dein Business interessieren und dann kannst du, wenn die Leute dir sympathisch sind, wenn die euch sympathisch sind, sie in dein Geschäft holen. So, und wie geht es genau? Ich habe hier ein bisschen was vorbereitet. Also Xing ist eine große Plattform, da sind viele Millionen von Unternehmern, von Netzwerkern drin, die Business machen möchten. So, und was genau ist Xing Prospecting? Xing Prospecting machen wir quasi eine Analyse. Wir suchen gezielt Leute, die passend für dein Geschäft sind. Nehmen wir an, du bist ein Coach oder du bist ein Trainer und du suchst jetzt Leute, die auch für dein Business, du hast eine Methode, eine neue Methode zum Beispiel und diese Methode möchtest du diesen gewinnbringend weitergeben. Und da das Internet voll ist und wir brauchen natürlich eine andere Methode, um einfach über das Marketing oder um die Marketingkosten keine Sorgen zu machen, weil das hier ist bis auf diesen Premium-Account für Xing komplett gratis. Und somit können wir unsere Zeit, unsere freie Zeit auch noch verwenden, um Kontakte zu generieren. So, okay. Dann möchte ich dir zeigen, wie analysiere ich dann genau meine Zielgruppe in Xing? Wie nehme ich Kontakt auf niveauvolle Art und Weise auf? Dann, wie bestätigst du die angenommenen Anfragen und welche Fehler gilt es zu vermeiden? Okay, dann noch Regeln und No-Go für Xing Prospecting und wie lässt das Ganze nicht als Kaltakquise aussehen? Okay, dann möchte ich dir zeigen, wie du die Möglichkeit hast, dann gratis an diese Kontakte zu kommen. Für mehr Besucher, Kunden, Umsatz, Partner und das fast kostenlos, wie gesagt, Premium-Account für Xing benötigen wir dazu. So, und merke, clevere Menschen bauen sich Netzwerke, der Rest geht arbeiten. Okay, Vorteile gegenüber der Kaltakquise an sich. In kurzer Zeit viele Menschen erreichen, eventuelle Unsicherheiten sind nicht sichtbar. Dann kann ich mich über die potenziellen Kunden und Partner informieren und du zeigst echtes Interesse an der Person, an diesem Interessenten, den du gewinnen möchtest. Was für ein Interessent oder was für eine Person ist es? Was für Interessen hat diese? Dann, was sind die Hobbys? Darauf können wir dann aufbauen und wenn die Person sympathisch ist, in deinem Business zu pitchen, also in dein Geschäft reinzuholen. Oder als Kunde oder als Geschäftspartner, je nachdem, was du anzubieten hast. Okay, dann haben wir Regeln im Xing Prospecting. Ganz wichtig ist, wie auch Henry Ford schon gesagt hat, Autos kaufen keine Autos, sondern Menschen folgen Menschen und nicht einem Geschäft oder einem Produkt. Dann immer eine persönliche, individuelle Nachricht senden. Wie die genau aussieht, zeige ich dann gleich. Nie in der ersten Nachricht einen Link versenden mit einem Produkt oder mit Webinar oder sonst irgendwelchen Sachen. Das menschliche Auge ist schon so geschult oder viele sind schon so, wenn da ein Link drin ist, die klicken es weg, gucken sich das gar nicht an. Dann clevere Fragen stellen. Kybernetische Fragen stellen und nach dem Problem der Person suchen und eine Lösung anbieten. Sein Lösungsdesigner. Okay, dann haben wir noch, dein Profil sollte interessieren, nicht informieren. Also nicht alles über dein Produkt reinschreiben,
was das alles kann, wie toll das kann, etc., sondern einfach nur eine grobe Umschreibung, nichts, was informiert, sondern einfach nur Interesse weckt. Und das kannst du machen, indem du reinschreibst, zum Beispiel wie ich jetzt, Hybrid-Online-Marketer. Diesen Begriff gibt es tatsächlich, den kann man auch im Wikipedia kann man den finden. Oder Lifestyle-Designer, Lifestyle-Manager etc. Also einfach einen kreativen Begriff auswählen und so, dass der neugierig macht. Rede nicht über Politik, ein totales No-Go. Da kann man sich verquatschen, bringt nichts. Sei kein Spammer, also nicht die Leute dann mit Nachrichten voll texten. Dann stelle dein Business nicht in den Vordergrund, sondern dich als Person. Was hast du diesen Menschen anzubieten? Und Leute wollen dich kennenlernen und nicht dein Geschäft. Wie gesagt, es geht wieder zu der Regel, Menschen folgen Menschen. Und das ist das Wichtigste in diesem Bereich. Okay, so, wie findest du jetzt in Xing Leute, Interessenten? Wie hier oben links zu sehen, gibt es diesen Premium-Account. Dort gibt es dann den Reiter erweiterte Suche. Dort kann ich dann eingeben, zum Beispiel deine Stadt, wo du jetzt gerade Akquise machen möchtest oder Interessenten gewinnen möchtest. Dann gibst du oben bei der Lupe, kannst du zum Beispiel Vertrieb oder Coaches oder Marketing oder was auch immer eingeben, das was du halt speziell suchst. Du kannst es eingrenzen, dann in Postleitzahl, in Postleitzahlengebiete, wenn zu viele dann da sind, zu viele Anfragen. Xing zeigt nur 300 an, zeige ich aber nachher noch in Demo. Dann die Beschäftigungsart, meiner Meinung nach, oder die Erfahrung hat gezeigt, Unternehmer, Freiberufler, Führungskräfte sind die Leute, die hauptsächlich darauf aus sind, auch Geschäft zu machen im Xing. Nur wenige Angestellte sind jetzt darauf, Business zu machen. Die suchen höchstens mal eine neue Stelle, aber jetzt keine neue Betätigungsmöglichkeit. Aber es kommt immer auf den Themengebiet drauf an, was du anzubieten hast. So, also, okay, so, wer sind die richtigen Interessenten? Wie schon gesagt, Unternehmer, Freiberufler, Freiberuflerinnen, Führungskräfte und Leute, die eine sympathische Erscheinung und ein sympathisches Profilbild haben. Okay, und auch ganz wichtig ist, sie sollten eine Aktivität über 65% haben. Eine Aktivität unter 65% bedeutet, dass die länger als 14 Tage nicht in Xing eingeloggt waren, dass die auch momentan nicht aktiv drin sind. Und wenn ich 100 Anfragen gemacht habe, also 100 Kontaktanfragen, kann ich keine neuen mehr annehmen. Und diese Kontaktanfragen bleiben auch 7 Tage im System gespeichert, bevor ich sie wieder löschen kann und neue Anfragen stellen kann. Deswegen immer gucken, dass es auf 65% und drüber ist. Natürlich je mehr, je besser. Okay. Dann, wie kommst du mit den Interessenten in Kontakt? Also ich schreibe zum Beispiel, dass ich gerade auf sie aufmerksam geworden bin, gemeinsame Bekannte habt, die gleichen Interessen, zum Beispiel Segeln, Segelfliegen, Hunde, wer Hunde hat, Musik, Kino, da kann man dann ein bisschen drauf eingehen, Reisen, ganz klar, die meisten Menschen reisen gerne, es gibt auch welche, die reisen nicht gerne, habe ich auch schon erfahren. Und ja, und dann interessiere dich für die Person, stelle offene Fragen, möglichst keine, die mit einem Ja oder Nein beantwortet werden können. Okay. So, und wie geht es richtig Kontakten dann bei Xing, die Kontaktaufnahme? So, dann sage ich, hallo Herr Müller oder Frau Müller, je nachdem.
Ich bin gerade über Ihr interessantes Profil gestolpert, daher möchte ich Sie gerne in mein Netzwerk einladen und mich mit Ihnen verxingen. Verxingen fand ich sehr witzig, den Ausdruck. Und von daher ist man nicht so eine lapidare Anfrage, sondern da ist mal ein bisschen was anderes dahinter. Ein bisschen kreativ. Kann es auch kreativ sein. Auch den Text nicht Copy und Paste machen, sondern was Eigenes kreieren, ein bisschen eigene Wortwahl. So, dann eine persönliche Note hinzufügen. Wie ich in Ihrem Profil sehe, da gehe ich nachher noch ein bisschen detaillierter drauf ein. In der Ich-Suche gibt es Hinweise, was die Leute suchen, Kunden etc. Dann stehen die Hobbys und die Interessen da. Da kann ich dann auch nochmal einen persönlichen Bezug darauf nehmen. So, vielleicht ergibt sich ein interessanter Erfahrungsaustausch oder eine für beide gewinnbringende Kooperation. Und dann mit freundlichen Grüßen oder mit besten Grüßen, wie auch immer. Und dann dein Name und dann Abschied. Okay, so, dann kommen wir zur Kontaktbestätigung. Das heißt, wenn der Interessent deine Kontaktannahme bestätigt hat, dann kannst du sagen, okay, hallo Herr oder Frau so und so. In dem Fall war es ja die Frau Müller oder der Herr Müller. Vielen Dank für Ihre Annahme meiner Verxing-Anfrage und willkommen in meinem Netzwerk, wenn Sie dann bestätigt haben. Und dann mit besten Grüßen aus Bad Doden oder mit freundlichen Grüßen reinhirsch dann abschicken. Okay. So, und dann warten wir 2 Tage und nehmen nach 2 Tagen dann Kontakt mit diesem Interessenten auf und telefonieren mit diesem Kontakt. Und wie gesagt, wir bieten jetzt nicht ein neues Business an, wir präsentieren nicht unser Ding, sondern wir zeigen echtes Interesse an dieser Person. Und zwar geht es dann folgendermaßen, also die Vorbereitung noch, du bereitest dich darauf vor, und zwar, dass du das Beste für den Interessenten im Sinn hast, und das ist auch ehrlich, dass du ehrliches Interesse hast und du bist dir im Klaren, welches Ziel du mit diesem Telefonat verfolgst. So einen roten Faden auf jeden Fall. Ganz wichtig während des Telefonates immer lächeln. Und wenn, weil auch wenn es nur am Telefon ist, die Person am anderen Ende merkt es, ob man lächelt oder nicht. Wenn man ein Bild hat, klar, dann sieht man, dass man lächelt, aber wenn man jetzt nur den Telefonhörer in der Hand hat und lächelt nicht, das merkt einer. Oder wenn man lächelt. Okay, also immer keep smiling. Okay, so, das persönliche Gespräch ist dann aufgebaut. Die Person meldet sich und du meldest dich mit dem Vor- und mit dem Nachnamen. Also Rainer Hirsch. Hallo Frau Müller oder Herr Müller. Wir sind seit kurzer Zeit über Xing miteinander vernetzt. Ich mache das ganz gerne so, dass ich mich mit meinen neuen Netzwerkpartnern mal persönlich vorstelle, weil ich der Meinung bin, dass Netzwerken nur so Sinn macht und man hat auch eine Stimme zu dem Bild. Herr oder Frau Müller, haben Sie 1 Minute Zeit für mich? Oder haben Sie eine Minute Zeit? Okay, und dann kommt, um was geht's denn? Und dann kannst du dann auf das Profil drauf eingehen, erkläre ich gleich. Oder wenn keine Zeit ist, dann sagst du einfach, okay, Frau Müller, Herr Müller, wann würde es Ihnen denn besser passen und unter welcher Nummer kann ich Sie denn am besten erreichen? Okay, und das dann notieren und sich auch dran halten, wenn ich die Zeit ausgemacht habe, wichtig, immer dran halten, auch kleine Versprechen, immer dran halten. Okay, so, dann in dem persönlichen Gespräch, wenn Sie Zeit haben, dann die Person, kannst du dann sagen, hallo Frau Müller, ich habe gesehen, Sie sind im Bereich Coaching tätig, was machen Sie denn genau? Was machen Sie denn dort genau? Und dann fängt die an zu erzählen, was sie macht und wie sie es macht und wie toll sie es macht, wie lange das macht. Du kannst dann auch die Fragen stellen, wenn sie jetzt zum Beispiel nicht antwortet, wie lange sie das Ganze schon gemacht hat. Du kannst dann fragen, ja, und wie lange sind sie in dem Bereich tätig, was ist ihr Spezialgebiet. Dann kann man auch im Profil schauen, was die Person dann macht genau und welche Bereiche. Dann kann man dann nochmal ein bisschen tief drauf eingehen und einfach
immer wieder Fragen stellen, offene Fragen stellen, sodass die Person dann auf einen zukommt. Und das kann ich dann so 5 bis 10 Minuten dann machen. Okay, und dann kann man auch sagen, jetzt hier ein Beispiel, was ich gemacht habe, dann war zum Beispiel Kooperation in China, der USA etc. Also das kann man dann individuell wählen oder individuell aus dem Profil rausholen und dann einfach immer wieder Fragen stellen. Okay, und irgendwann kommt zwangsläufig, und was machen Sie, Herr Hirsch? So, und das Ganze sieht natürlich nicht aus wie eine Kaltakquise oder dass ich dem irgendwas verkaufen möchte. Und wenn dieser Satz kommt, und ich mache das auch nur dann, wenn dieser Satz kommt, und was machen Sie, Herr Hirsch? Dann gehe ich darauf ein, was ich dann anzubieten habe. Wenn diese Frage nicht kommt, bedanke ich mich einfach für das Gespräch und lege auf. Und ich bedanke mich auch für die Zeit und für das, dass Sie sich vorgestellt haben. Und wenn Sie dann kommen und sagen, okay, was machen Sie, Herr Hirsch? Und dann kommt der Elevator Pitch. Der sieht bei mir wie folgt aus. Ja, Frau Meier, ich bin Hybrid-Online-Marketer und Business-Mentor. Ich zeige Menschen von ihrem Format, wie sie ihre Talente und Fähigkeiten, die sie aus dem Hauptjob mitbringen, nebenberuflich gewinnbringend an andere weitergeben können und so ein passives Einkommen generieren. Wir sind gerade hier in Ihrer Stadt in einem neuen Geschäftsbereich am Aufbauen und ich würde mich gerne mit Ihnen darüber unterhalten, wann passt es Ihnen denn am besten. Und wenn die sagen, ja, jetzt passt es ganz gut, und wenn dann die Frage kommt auch, was machen Sie denn genau, um was geht es, dann geht der Elevator Pitch weiter und dann kommt, wir sind im Bereich Persönlichkeitsentwicklung und Erfolgscoaching unterwegs und wir suchen für den Ausbau unseres Teams Menschen von Ihrem Format, die uns dabei unterstützen. Wir sind gerade ganz erfolgreich in Europa gestartet und brauchen Unterstützung und suchen Menschen, für die es interessant ist, nebenberuflich einzusteigen und nebenberuflich mehr Geld zu verdienen als in ihrem Hauptjob. Macht es Sinn, sich mit ihnen über das Thema Geld verdienen zu unterhalten? Und die wenigsten, die ich kontaktiert habe, sagen, ja nee, ich will kein Geld verdienen, weil deswegen sind sie eigentlich im Xing drin. Okay. Dann, wenn man eine Veranstaltung zum Beispiel hat, kann ich Sie auf die Veranstaltung einladen, eine Vorstellung. Und wenn ich das Ganze gemacht habe, dann kann ich am Schluss sagen, herzlichen Dank für das tolle Gespräch etc. etc. Und ja, okay. Dann möchte ich euch das jetzt mal in der Praxis zeigen. Ich habe hier schon mal mein Xing-Profil. Ich habe mich schon in Xing angemeldet. Ich bin Premium-Member. Sieht man auch hier Premium-Cockpit. Und dann können wir hier auf diese erweiterte Suche gehen. Dann suche ich ein Mitglied. Und nehmen wir jetzt mal Marketing. Ich suche Marketing. Gehen wir mal hier Frankfurt. Ich komme hier aus dem Frankfurter Bereich, Frankfurt am Main. Und dann suche ich Beschäftigungsart jetzt zum Beispiel Unternehmer und sage Suchen. Und jetzt sehe ich hier in diesem Grauen, sehe ich, dass 2447 Kontakte Marketing machen und Unternehmer sind. Jetzt müsste ich das Ganze eingrenzen. Jetzt grenze ich es mal ein und sage, okay, ich suche alle mit dem Postleitzahlenbereich 601 Stern. Gucken. Okay, da gibt es sogar welche und zwar 4 Stück. So, neue Beratung. Klingt mal interessant, ich gucke mir das Profil an.
So. Okay, der ist Unternehmer. Der ist zu 75%, 95% aktiv. Der hat auch viele Kontakte. Wir haben jetzt null Gemeinsamkeiten. Das macht jetzt aber mal noch nichts. So. Und jetzt kann ich gucken, okay, strategische Entwicklung. Marktanalyse. Okay, der ist jetzt, sag mal, nicht so interessant für das, was wir jetzt suchen. Aber als Beispiel, wir nehmen einen anderen. Gucken. Nehmen wir mal die Frau Kästler. Das ist Inhaberin, sie ist Unternehmerin, 0% aktiv. Typisches Beispiel. Okay, Organisation von Großveranstaltungen, interessante Kontakte, neue Geschäftsbeziehungen, interessante Projekte und Network im Bereich Tourismus oder Events. Okay, also wenn man zum Beispiel Events macht, Offline-Events, wie wir das auch machen, könnte es ja ganz gut interessant sein. Okay, dann schreibe ich die Frau mal an. Dann sage ich, kopiere ich mir das in die Zwischenablage rein, dann verschreibe ich mich nämlich vom Namen her. Und dann sage ich, okay, ich habe jetzt hier ein automatisches Programm, diesen Textexpander, mit dem kann ich Prozesse automatisieren. Dann habe ich hier Xing für Frau, Hallo, dann habe ich automatisch den Namen schon drin. Das ist jetzt ein Profil, die Frau Kästner, und dann kann ich hier sagen, okay, sie hat Interesse an, sie suchen Kontakte, oder sie haben Interesse an Kontakte, und dann gucke ich mal hier unten, sie kocht gerne, sie hört gerne Musik, sie geht gerne in andere Länder, Motorsport. Oh, Motorsport könnte man sich dann austauschen, wenn man jetzt Formel 1 begeistert ist oder DTM etc. Das schreibe ich dann hier rein. So, wie ich sehe, haben wir gemeinsame Interessen. Sie sind auch Länder. Punkt. Da habe ich dann einen persönlichen Bezug. Dann sieht es auch nicht aus wie Copy und Paste. Ich habe auch ein bisschen Energie dann reingesteckt und ich interessiere mich auch wirklich dann für die Person und habe nicht einen Standardtext. Okay. Hier kann ich Kategorien vergeben. Die lasse ich jetzt bewusst offen. Und zwar kann ich dann feststellen, ob jemand meinen Kontakt angenommen hat, wenn er mir zum Beispiel jetzt auf das hier keine auf diese Anfrage, wenn sie hier kein Feedback gibt, danke für Ihre Anfrage, gibt es ja auch, man kann ja einfach nur annehmen, ohne Text, geht es an mir vorbei und ich müsste über die E-Mails raussuchen, wer jetzt den Kontakt angenommen hat. Ich habe da eine andere Methode entwickelt, ein bisschen Zeitersparnis. Ich lasse den Kontakt offen und kategorisiere sie erst später dann ein, also nach 2 Tagen. Mache ich dann eine Kategorie und dann sehe ich alle, die keine Kategorie haben, ich muss halt konsequent sein und jedem eine Kategorie zuweisen, dann kann ich dann viel schneller suchen und ich sehe dann, wer alles angenommen hat. Okay, und dann sage ich, okay, Kontakt hinzufügen und jetzt ist die Anfrage weggeschickt. Okay, dann, das ist so der Prozess. Dann habe ich hier noch welche, die habe ich jetzt noch nicht bestätigt. Gucken wir mal, 13.11. Nehmen wir mal hier die Frau Paar. Okay, da sage ich dann, habe ich dann auch den Standardtext. Dann kann ich sagen, hier kopiere mir wieder den Namen. Und dann sage ich,
Kontakt KB für Kontaktbestätigung, danke. Dann fügt es automatisch diesen Namen hier ein. Das ist eine Frau, dann mache ich den Herr weg und schicke es dann ab. So. Dann kann ich noch was hinzufügen, weil es jetzt auch Wochenende ist. Ein schönes Wochenende und beste Grüße aus Bad Soden. Okay, und ich antworte darauf. So, jetzt hat die Frau Paar hat mir geantwortet. Dann rufe ich mir die Frau auf und dann gebe ich den Kontakt, die Kategorie noch telefonieren hinzu und Kontakt neu. Okay, sie ist Angestellte. Dann habe ich mir auch für einen Hinweis für angestellt gemacht. Dann kann ich noch gucken, okay, ich habe eine Telefonnummer, die wird geschäftlich sein. Da kann ich sie dann versuchen zu erreichen. Okay, das war jetzt mal soweit die Kontaktaufnahme und die Kategorien. Und jetzt kann ich auch noch hingehen, da zeige ich euch das noch. Wie gesagt, ich kann Kategorien vergeben, wenn ich keine Telefonnummer habe, ob es ein Networker ist, ob er mehrsprachig unterwegs ist, kommt er aus Russland, wenn es ein sehr nettes Gespräch war, wenn es wirklich sympathisch war, dann kann ich den Tag geben, sehr nettes Gespräch, wenn sie im Coaching unterwegs sind, wenn es Affiliate-Partner sind, wenn es Angestellte sind, Internet-Marketer, etc. Interesse an dem Vortrag, kann ich alles kategorisieren, die lege ich einfach an. Somit finde ich das auch schneller. Und jetzt kommt der kleine Trick, den ich vorher gesagt habe. Ich gehe jetzt hin und sage hier Kontakte ohne Kategorie. So, und jetzt habe ich hier 29 bestätigte Kontakte, aber ich habe nur von 10 Stück habe ich eine Nachricht bekommen. Das heißt, 19 Stück wüsste ich jetzt gar nicht, dass ich diesen Kontakt bekommen habe. Und das ist natürlich durch das, dass ich immer mit Kategorien arbeite, kann ich dann so viel schneller arbeiten. Okay, so, das heißt, hier den Herr Schirmer, den kann ich jetzt dann genauso anschauen, kann ihm Kategorien zuweisen, bedanken für die Kontaktaufnahme und das war es mal zum Thema Xing. Okay, ich hoffe, euch hat das was gebracht. Ich habe noch die zwei Tipps für euch. Für dieses Automatisieren gibt es für den PC, gibt es Phrase Express. Den Link dazu mache ich unter die Videobeschreibung. Und für den Mac, wer mit Mac arbeitet, gibt es den Text Expander. Der ist nicht gratis. Man kann als Demo-Version benutzen eine Zeit lang, aber sonst kostet er dann eine kleine Gebühr. Aber für die Zeitersparnis, die man hat, ist es auf jeden Fall das wert. Okay, so. Okay, das war's mit Xing Prospecting. Mein Name ist Rainer Hirsch. Ich bin, wie gesagt, Online- und Hybrid-Marketer. Ich habe immer gewisse Tipps und Tricks auf Lager. Wenn du dich hier unter dem Video in die Liste einträgst, bekommst du auch automatisch Updates. Es sind immer gratis und ja, viel Spaß bei der Umsetzung, viele Kunden, viele neue Partner und ja, ciao.